Stell dir vor, wie viele Kreuzfahrten man für 25.000 Euro machen könnte. Das ist irgendwie 20 Fahrten mit meinem Schiff oder 3 Fahrten mit der MS Europa. Moin, ich bin es, Morgan von dem Very Unofficial Travel Guides. Ich bin wieder hier in Hamburg in meiner Wohnung. Ich bin seit fünf Tage wieder hier nach meiner aktuellsten Reise mit Mein Schiff. Ich war mit dem Mein Schiff 2 auf die Kanaren. Es war fantastisch. Das Wetter war perfekt. Das Schiff war picobello sauber. Wenn ich schnipsen könnte und jetzt wieder da sein könnte, würde ich es sofort machen. Geht nicht. Ich bin auf einen Vulkan gewandert, ich bin in eine Höhle gewesen, ich habe eine Fahrradtour gemacht, was unglaublich anstrengend war. Und es war einfach viel, viel Schönes dabei. Das gesagt, es war, glaube ich, ohne Zweifel das komplizierteste Reise, was die Planung im Voraus angeht, weil um im Moment mit meinem Schiff zu reisen und ins Ausland zu reisen, insbesondere auf die Kanaren, gibt es einige Dinge, mehr als einige Dinge, die man achten muss. Und es ist nicht einfach alles selbstverständlich. Und ich habe es auch nicht ohne Fehler gemacht, teilweise schwerwiegende Fehler. Und deswegen dachte ich, ich wollte nochmal ein Video auf Deutsch machen, direkt für die deutschen Zuschauer da draußen, weil ich will euch einfach helfen zu verstehen, was man alles machen muss und was man alles achten muss, für den Fall, man eine von diesen Reisen machen möchte. Und es gibt zwei Dinge, die ich im Voraus sagen muss. Erstens, das ist keine offizielle Auskunft, das ist nur meine Erfahrung und es ist die aktuelle Stand quasi für heute. Was haben wir denn heute? Der 24. März. Wie wir alle wissen, es ändern sich Dinge ständig. Es sieht so aus, als ob eine weitere super harte Lockdown kommt. Markus sitzt gerade da hinten und ich habe Merkels Stimme gehört. Und die Dinge, die sie gesagt hat, haben mir nicht gefallen. Also schau dieses Video zu Ende. Achte auf, was ich sage, für den Fall, dass ihr eine Reise mit Mein Schiff oder AIDA oder überhaupt nach Spanien wollen. Aber checke auf jeden Fall die aktuelle Lage und lese gründlich alle Unterlagen durch von TUI, von AIDA, von welch auch immer Reiseanbieter, von Robert Koch Institut, alle Behörden und so weiter. Und hoffentlich läuft alles problemlos. Eine andere Sache, die ich im Voraus sagen will, bevor ich überhaupt sonst was sage, ist, denke nicht mal dran, eine von diesen Reisen anzutreten, wenn du nicht für 2 Wochen danach Homeoffice machen kannst. Es kann sein, dass du für 2 Wochen in die Quarantäne musst. Das heißt, du bist nicht nur für eine Woche Kreuzfahrt quasi weg, du bist auch für 14 Tage danach nur zu Hause. Gut, wie gesagt, ich habe noch nie im Voraus so viele Formulare beantragen müssen und Dinge organisieren müssen, um eine Reise anzutreten. Und was ich hier habe, ist eine Liste von die TUI Mein Schiff Webseite. Das ist aktuell im Moment für den 24. März. Es kann sich jede Zeit ändern. Es könnte sich heute auch noch ändern. Und ich wollte einfach durch diese Liste gehen und ein paar Dinge zu jedem Punkt sagen. Das erste, was hier steht, ist ein Online-Formular, die Formulario de Controle Sanitario für die Einreise nach Spanien ausfüllen. Das ist die erste Punkt auf dieser Liste und irgendwie ist das der Punkt, den ich übersehen habe. Wenn ich jetzt hier sitze und diese Liste anschaue, ich kann es mir nicht erklären, wieso ich das übersehen habe, weil ich bin durch alle anderen Hürden gekommen sozusagen und dann am Flughafen haben die mir nach diesem Formular gefragt und ich war so, como se dice, verwirrt. Ich wusste nichts davon. Hier ist die Webseite, wo man das beantragen muss und wie es hier steht, das musst du machen frühestens 48 Stunden vor Einreise in Spanien. Wenn man dieses Code nicht beantragt und diese QR-Code von die spanische Regierung oder Behörden bekommt, wird TUI dir nicht mitfliegen lassen. Und ich musste es mit ganz viel Stress um irgendwie 6:30 Uhr morgens am Flughafen versuchen zu organisieren.
Es hat ja geklappt, aber ich hatte danach noch mehr graue Haare. Und glaub mir, mehr graue Haare ist gerade was, worauf ich nicht wirklich so viel Lust habe. Das nächste, was hier steht, ist keine Überraschung, man braucht ein negatives PCR-Test. TUI ist so nett und zahlt dafür. Die bieten 3 unterschiedliche Möglichkeiten an. Entweder kann man das in eine von ihren gesponsert Helios Clinics gehen. Hier in Hamburg gibt es eine andere Klinik, das heißt Centogen, und das ist am Flughafen. Da bin ich zum Beispiel hingegangen. Oder man kann es beim Hausarzt machen oder irgendwo anders. Die Quittung quasi vorliegen und dann kriegt man 55 Euro Bordguthaben auf dem Schiff. Was ja schon mal, ist es schön, dass man diese Optionen hat. Aber das ist auch eine super wichtige Sache. Lest das bitte gründlich durch, weil nicht jeder Corona-Test ist gleich. Und es ist wichtig, dass bestimmte Dinge auf diese quasi Attest, die man kriegt, diese Bescheinigung, die man nachher kriegt, bestimmte Dinge müssen drauf sein, damit es gültig ist für die Reise ins Ausland. Auch was ich gelernt habe, ist, es funktioniert nicht immer. Also warte nicht bis zum allerletzten Henker, deinen PCR-Test zu organisieren, weil manchmal dauern die Ergebnisse so 24 bis 36 Stunden. Und wenn das dann schon der Tag ist, wo du reisen musst und dann kriegst du die Ergebnis, dass es keine Ergebnis gibt, so wie ich, dann gibt es Probleme. Ich habe in die letzte Woche, also in die letzten 5 Tage, 4 Corona-Tests gemacht, weil 2 davon haben irgendwie nicht geklappt. Mehr dazu gleich. Die nächste Punkt auf dieser Liste ist die tagesaktuell ausgefüllten TUI Cruises Gesundheitsfragebogen am Hafenterminal vorliegen. Das ist eine Sache, die, wenn man diese PDF-Dokument von TUI bekommt, mit alle Unterlagen, die Schiffspass und Kabinennummer und Transfer-Voucher und so weiter. Damit kommt auch dieser Gesundheitsfragebogen, das kennt man von Kreuzfahrten. Es ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen detaillierter. Das ist aber zum Beispiel eine Sache, wenn man vergisst, das zu machen. Dort vor Ort haben die mehr davon, man kann eine schnappen und einfach schnell die Kreuze machen. Trotzdem, besser, man hat es im Voraus gemacht. Die nächste Punkt hier ist auch ein bisschen selbstverständlich. Reiseunterlagen und Schiffspass für die Online-Check-in mitführen. Hier ist auch eine Sache, die im Moment ein bisschen anders ist. Es gibt 2 Dinge, die man früher im Voraus ausfüllen quasi könnte, wenn man wollte online. Jetzt muss man die ausfüllen. Der eine ist das Schiffsmanifest, das andere ist die Online-Check-in. Man muss beide von diesen Dingen im Voraus online machen, weil nur dadurch kriegst du dann alle diese anderen Formulare mit die ganzen QR-Codes, die die da am Flughafen brauchen, um dich quasi ausreisen zu lassen. Habe ich schon erwähnt, dass es um einiges komplizierter als normal ist im Moment? Der nächste Punkt hier ist auch keine Überraschung, ausreichend medizinische Masken mitführen. Man braucht eine Maske am Flughafen, in der S-Bahn, in der Transferbus, in der Flugzeug, die Flugzeug, das Flugzeug. Korrigier mich nicht. Ich werde es einfach nicht mehr lernen. Auch auf dem Schiff, wenn man sich von A nach B bewegt, muss man eine Maske tragen. Sobald man seinen Arsch irgendwo parkt, in ein Bar, im Buffet, im Restaurant, am Pooldeck, wenn du irgendwo sitzt bzw. liegst, dann kannst du die Maske absetzen. Und du brauchst auf jeden Fall deine eigene Maske für den Weg hin und den Weg zurück, aber an Bord haben die auf die Kabine Paketen von Masken da hinterlegt. Nächster Punkt, Gesundheitsfragen der Fluggesellschaft am Check-in beantworten. Das ist eine Sache, die auch ziemlich schnell geht. Ich kann mich daran nicht so gut erinnern gerade, aber wie gesagt, lese es bitte alles selber durch. Auch eine Sache, die total kompliziert ist mit diesem PCR-Test im Voraus. Wenn du zum Helios Clinic gehst, musst du beim Anforderung von TUI das nicht hochladen, sondern Helios lädt es direkt hoch. Die fragen aber trotzdem danach, du solltest es aber nicht tun. Wenn du zu die Centogen-Klinik gehst, dann, wenn die danach fragen, musst du es hochladen. Hashtag kompliziert, ich hab's gesagt. Wenn man sein negatives PCR-Test hochgeladen hat, beziehungsweise nicht hochgeladen hat, dann kriegt man das sogenannte Ready-to-Fly-Dokument. Das braucht man auch. Ja, und wenn man das alles erfolgreich geschafft hat, dann fliegt man los und hat eine tolle Kreuzfahrt. Aber die Formularwahnsinn ist noch nicht vorbei. Aktuell braucht man aus den Kanaren keine Corona-Test im Voraus zu machen für die Einreise zurück nach Deutschland.
Was man aber machen muss, ist genauso wie diese Formulario di Control Sanitario für Spanien, gibt es eine ähnliche Formular für Deutschland, die man ausfüllen muss online, bevor man wieder zurückreist. Auch eine Sache, die man leicht übersehen kann, aber wichtig zu tun. Da muss man dann wieder Passnummer angeben, Informationen geben zu wo man war, wo man jetzt bleiben wird und quasi die Quarantäneregeln bestätigen, dass man das gelesen und verstanden hat. Quarantäneregeln? Wie bitte? Ja, da kommen wir dann nochmal zu diesem Thema. Es ist ein bisschen anders in unterschiedliche Bundesländer und wie gesagt, es kann sich jederzeit ändern. Im Moment sind die Kanaren ein normales Risikogebiet. Es kann sein, dass die ein Hochrisikogebiet werden. Es gibt ja viele Unterschiede. Prüfe bitte aktuell, bevor du reist, wie es im Moment ist. So, um zurück nach Deutschland zu kommen, musst du erstmal vom Schiff aus diese Einreiseformular online ausfüllen. Dann, obwohl man nicht getestet werden muss, um einzureisen, du bist verpflichtet, innerhalb von 48 Stunden dich auf Corona testen zu lassen, hier in Deutschland. Es kann sein, dass niemand danach fragt. Aber wenn du danach gefragt wirst und nichts vorweisen kannst, gibt's Ärger. Dann beginnt deine 14 bzw. 10 Tage Quarantänezeit, es kommt drauf an, wo du lebst. Und wenn man das kürzen möchte, dann kann man in manche Bundesländer, zum Beispiel wie in Hamburg im Moment, 5 Tage später nochmal einen PCR-Test machen. Und wenn beide von diesen Testen negativ sind, dann muss man nur diese 5 Tage in Selbstquarantäne bleiben. Aber wie gesagt, du weißt im Voraus nicht, ob das klappt oder nicht. Es kann sein, dass einer von deinen Tests doch positiv wird. Und auch wenn das ein falscher Positiv ist und du dann gleich danach ein Negativ machst, es kann einfach sein, dass du 5 bzw. 10 bzw. 14 Tagen nicht zum Büro gehen kannst zum Beispiel. Die Strafe, wenn du rausgehst, obwohl du in Quarantäne bleiben musst, kann bis zu 25.000 Euro Bußgeld sein. Stell dir vor, wie viele Kreuzfahrten man für 25.000 Euro machen könnte. Das ist irgendwie 20 Fahrten mit meinem Schiff oder 3 Fahrten mit der MS Europa. So, ich weiß nicht, ob jetzt dieses Video irgendjemand helfen wird. Ich hatte nur den Bedarf, das loszuwerden und einige von euch da draußen, die meine englischen Videos gucken, haben gefragt, ob ich so ein Video machen könnte. Deswegen mache ich das jetzt. Nochmal ein Schnelldurchlauf. Denke an die Einreiseformular für Spanien. Denke an einen PCR-Test mit der richtigen Information drauf, nicht in die allerletzte Minute zu organisieren, bevor deine Reise. Dann, wenn du on board bist, denke daran, dich für Deutschland zu registrieren, bevor du zurückfliegst. Am besten organisierst du schon einen Test für die erste und 5. Tage, bevor du fliegst. Why not? Und hab einen sicheren Plan für den Fall, dass du dann doch 14 Tage zu Hause bleiben musst. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht 14 Tage zu Hause bleiben muss. Ich habe heute mein 2. Test gemacht und wenn alles gut läuft, bin ich hoffentlich innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder unterwegs. Ich habe noch keinen festen Plan. Das wird sich alles bald konkretisieren. Du kannst mir aber einen Gefallen tun. Lass mir einen kleinen Kommentar, drück Daumen hoch und sag Bescheid, wenn ich noch mehr Videos auf Deutsch machen soll. Vielleicht bis bald!